Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Eigentlich sollte heute das Video vom Messeaufbau von der Interzoo kommen, aber wir hatten ein kleines Problem. Ich werde dazu nochmal ein separates Video machen und ja, das jetzt nicht weiter ausweiten. War ein Problem mit dem Hotel. Aber ja, wir sind jetzt auf der Messe, auf der Interzoo. Chris ist auch mit am Start. Moin. Erstmal vielen, vielen Dank, Chris, für deine Hilfe gestern und heute. Ja, wenn die Bezahlung stimmt, dann... Ja, wir gehen jetzt erstmal rein und ja, heute gibt es erstmal den ersten Messerundgang und ja, wir nehmen euch mit. Also, viel Spaß beim Video. So, dann gehen wir mal rein. So, also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen kurzen Messerundgang für den heutigen Vlog. Ja, ihr seht, was ich sehe. Und wir halten dann noch keinen Stand an. Also hier haben wir erstmal Oase. Ja, du kannst eigentlich auch filmen. Der Chris filmt jetzt heute. So, ich würde sagen, wir machen einfach einen Messerundgang, laufen einfach einmal rum. Hier ist der Oase-Stand. Einen detaillierten Vlog gibt es dann nochmal am Sonntag, wo wir auch ein paar Interviews machen. Aber wir müssen in Halle 4a, wir sind falsch, wir müssen da lang. Das ist jetzt gerade alles noch im Aufbau, du kannst mal vor mich laufen, ist besser. So, wie gesagt, wir sind jetzt vor Messebeginn erstmal hier und ja, laufen jetzt erstmal zu der Halle, wo wir gestern die Becken aufgebaut haben und zeigen euch die mal. Ist halt alles noch im Aufbau. Wie gesagt, die Messe macht eigentlich erst in der Stunde offiziell auf. Hagen hat auch einen schönen großen Stand. Also für diejenigen, die es nicht wissen, die Interzoo ist die größte, weltweit größte Heimtiermesse und hier ist halt wirklich alles vertreten an Herstellern und Marken. Schöne Silber-Dollar-Fische hier drin. Ich wollte gerade sagen, ich hätte Angst, dass die rausspringen, aber das Ding ist ja oben komplett zu. Coole Lösung. Werden wir uns später auch noch mal genauer anschauen. Hey, hello. Good morning. Good morning. Are you okay? Yesterday? Are you okay? Yes. We go to another hotel. It was a long story. Okay. Good morning, Chris. Sind Stacy und Jimmy von CWA, wo wir gestern die Aquarien aufgebaut haben. Und wir gehen jetzt mal zum Stand von den beiden und schauen uns die Becken an, was ich gestern eingerichtet habe. Hier haben wir auch nochmal ein schönes Meerwasserbecken. Ich sag's nochmal, also es ist alles noch nicht offen. Wir machen jetzt nur einen kurzen Rundgang und gehen dann später auch auf die Stände und machen ein paar Interviews und so. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Stacy und Jimmy und schauen uns die Becken an, die wir eingerichtet haben. Ach, der Herr Neier ist ja auch da. Na? Was geht ab? Alles gut? Ja, schön, bei dich dir? Zu sehen. Schön, dich zu sehen. Alles klar. So, was sagst du zu meinem geilen Bollerwagen? Sehr geil. Wo ist das Bier? Das kommt in der zweiten Fuhre. Ah, okay. Wir sind schon am Film, oder? Wir sind schon am Film, ja. Wir machen gut. Ey, wir hatten gestern einen absoluten Scheißtag. Ja? Messeaufbau, Hotel abgesagt. Komplettes Programm. Wir schlafen jetzt in einem Hostel im Ruhr. Das ist auch im Vlog. Das ist mit drin, ja. Wir machen auch noch ein extra Video davon. Ja, ich freue mich drauf. Wir sehen uns alles später. Klar, bis später. So, gehen wir mal weiter. Hier ist noch alles dunkel. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das haben wir gestern schon überlegt. Ich habe gesagt, es ist eine Hundewaschanlage, aber ich glaube, es ist ein Trommelfilter. Nee, hier kommt der Hund rein. Ach so. Und dann wird das geschleudert und da kommt er dann trocken wieder raus. Ah, okay. Ja. Cool. So läuft das also. Okay. Turbolader. Man hört dich nicht, du musst das andere Mikrofon nehmen, dass man dich hört. Also das ist ein Turbolader, damit der Hund trocken geföhnt wird. Perfekt, läuft. Ey, Spaß beiseite, gehen wir weiter. So, Aqua Atlantis hat auch einen riesengroßen Stand hier. Aber da werden wir später auch nochmal hingehen. Sorry, ich verwirre dich ein bisschen. Gell? Hier haben wir Aqua Deco, auch einen Riesenstand. Der größte Hardscape-Hersteller oder Hardscape-Lieferant so in ganz Europa. Hier haben wir auch nochmal AS, Aquarell, so ein bisschen. Das sind die neuen Aquarien, ohne Glas. Nein, Spaß. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Stand und schauen, ob die Becken klar sind. Das ist so meine größte Sorge. Aber es sieht ganz gut aus, was ich von hier schon sehe. Alles klar. Man sieht jetzt gar nichts gerade. Mutig. Ja, alles gut. So, perfekt. Becken sind klar. Das ist der Stand von CWA, wo wir gestern die Aquarien eingerichtet haben. Wie gesagt, von der Einrichtung kommt nochmal ein komplettes Video mit Leiten, Pech und Pannen von der Hotelaktion. Also du kannst ja mal die Becken einmal abfilmen. Also hier haben wir ein schönes Iwagumi-Layout gemacht. Und ja, es sind gemischte Garnelen drin.
Hier habe ich so ein bisschen Nature Layout gemacht. Hier sind ein paar Corridoras und was haben wir noch drin? Kubo-Teils haben wir da drin. Und hier haben wir auch nochmal so eine Mischung aus Nature Layout und ja, so ein bisschen gescaped halt. Mit Amano-Garnelen drin. Ist leider noch ein bisschen trüb, das eine Becken. Da müssen wir nochmal was reinmachen. So, ich würde sagen jetzt, so, da denkt man nichts Böses. Und wer kommt angefahren? Gleich mit Mikro, hi. Der Herr von Aquadicted. Ja, ja. Ich bin mit dem Rad hier gerade über die Messe gefahren. Ich glaube, das, ich weiß gar nicht. Hast du irgendwo geklaut, oder das Fahrrad? Ja, nee, das kommt aus meinem Kofferraum. Ach, ich nehme das eigentlich jedes Jahr mit zur Messe. Oder alle zwei Jahre ist die Messe ja nur. Und jetzt war aber um schlechtes Wetter und heute ist wirklich der erste Tag, mit dem ich halt mit dem Fahrrad zur Messe fahre. Ah. Naja, jetzt filmt das nicht so, das ist bestimmt 15 Jahre alt. Hättest du aber vielleicht mal sauber machen können, oder? Ja. Wie unsere Aquarien. Genau. Das ist so quasi der Pflegezustand unserer Aquarien. Ah, nein. Okay. Was hast du hier Schönes? Läuft das alles? Ja, das läuft alles, denke ich mal. Hier die Kubo-Teils schwimmen schön rum. Ja. Sehr schön. Da gibt es ja auch ein Video von euch, ne? Ja. Also so eine Unterschrift habe ich bei mir auch im Laden irgendwie. Ja? Ich dachte schon, irgendein Kunde hat da was, so ein Graffiti dran geschmiert, aber ich erkenne die ja wieder. Sehr schön. Ja, und ansonsten. Hast du es wirklich gut gemacht? Ich habe ja gesehen, wie ihr es gestern aufgebaut habt. Ja, da warst du ja wieder. Du musst ein bisschen Gas geben, ja. Da warst du wieder einer von der schnelleren Sorte, ne? Ja. Also dafür, dass du das so schnell dahin gezaubert hast. Ich habe nun einige Becken hier die Tage entstehen sehen, aber du warst hier definitiv, hast du Rekord. Hältst den Rekord? Hab ich wieder den Geschwindigkeitsrekord aufgestellt? Ja, und es sieht ja wirklich gut aus, ne? Ja. Dafür, dass es nicht vorgewachsen ist, gell, hast du das, also gerade das Becken vor mir hier, mit den ganzen Fahnen und sowas, ist wirklich gut. Ja, dann nochmal viele Grüße an Aquaflora auf jeden Fall. Für die Pflanzenqualität. Mhm. Kauft meine Produkte. Ja. Kauft mein Merch. Was sagst du übrigens zum Merch, ne? Ach ja. Der hat Chris eigenhändig entworfen. Ach, sehr cool. Das ist jetzt der Prototyp. Ja, ja. Ich dachte, du warst bei Rock im Park, aber da steht ja wirklich Sascha Heuer drauf. Ja, er war's. Er war's. Super. Ich komme auf jeden Fall nochmal rum heute. Genau. Ich bin ja hier heute auf Tour, den ganzen Tag in der Halle. Und morgen kommt der Kevin und dann zerre ich dich auch nochmal von meiner Kamera. Okay, dann machen wir das so. Ich fahre mal weiter. Gut, aber lass das Mikrofon hier. Ja. Aber übrigens habe ich... Ich bin so verliebt in das Ding hier, dass ich schon gegoogelt habe, wo es das in Nürnberg gibt. Einladen hat das. Vielleicht fahre ich dann noch hin. Vielleicht haben wir dann beide auf der Messe. Ne, ich habe doch noch die alte Fünfsteige. Ach so, cool. Ja. Also wenn du bei uns im Video auch so ein Ding sieht, es nicht Sascha ist, dann habe ich hier irgendwo in der Innenstadt das Ding gekauft. Ja, für dein Video. Okay. Mach's gut. Alles klar. Wir müssen jetzt so ein bisschen koordinieren, weil ich habe keinen Bock auf Störgeräusche. Und ich nehme das hier einfach in die Hand und wir laufen nochmal einfach einmal hier durch die Halle und schauen uns nochmal ein bisschen um. Ich würde sagen, wir gehen mal zum ZZA-Stand. Habe ich gerade ZZA-Stand gesagt? Zum ZZF-Stand meine ich. Da sehe ich auch gerade schon den Herrn Knott. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Knott. Hi. Na, alles gut? Was? Ein bisschen Arbeit, aber dann. Ist noch am Arbeiten. Komm später noch vorbei, ne? Alles klar. Guten Morgen. So, wie gesagt, sind alle noch ein bisschen am Aufbauen. Die Messen warten nicht auf. Olli ist auch noch ein bisschen am Werkeln. Also wie gesagt, der Vlog heute ist einfach nur mal, dass ihr so einen kleinen Überblick bekommt. Und die Tage geht es auf jeden Fall nochmal richtige Vlogs, wo wir wirklich an die Stände gehen und Interviews führen. Das ist jetzt alles so ein bisschen Freestyle und ein bisschen improvisiert, was wir hier machen. Weil wie gesagt, eigentlich sollte ja ein anderes Video kommen, was ein bisschen in die Hose gegangen ist. Deswegen, ja, weiter geht's. Wir gehen jetzt erstmal in Halle 5 und gucken, was hier so ist. Hier haben wir zum Beispiel Flexi. Hat jetzt nichts mit Aquaristik zu tun. Aber warte mal, ich wollte eigentlich in Halle 1. Wo ist denn? Ah, da ist Halle 1. Wir sind falsch gelaufen. Jetzt gehen wir mal Richtung Halle 1 und gucken mal, was Denner da Aquarell und so machen. Hat da schon jemand am Start ist. Hier ist Aquaja, keine Ahnung, kenne ich nicht, aber auch ein schöner Stand. Aber wahrscheinlich Aquarienanlagenbau. Sehr nice. Ich glaube, hier müssen wir lang, oder? Also hier ist der Stand von Aquarell. Michael ist noch nicht am Start.
Aber er hat mir gestern zum Beispiel gesagt, dass er über eine Tonne Steine mit hierher gebracht hat und unter anderem das Becken hier eingerichtet hat, was schon echt der Hammer ist. Also Respekt auf jeden Fall an Michael. Den werden wir im nächsten Video auch nochmal interviewen, da wird er uns ein bisschen was zu dem Becken erzählen. Hier ist halt immer noch, überall noch das Licht aus. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu Dennerle rüber. Da sind schon ein paar Leute am Start. So, hier haben wir den Dennerle-Stand. Auch noch alles am Aufbau. Kannst du mal kurz hinfilmen. Auch ein paar schöne Schaubecken hier am Start. Moin. Ja, bei dir. Joris auch am Start. Hallo Leute, wie geht's euch? Ja, wie gesagt, die sind hier alle noch am Aufbauen. Wir werden jetzt hier mal einen kurzen Break machen und im nächsten Video seht ihr dann ein paar spannende Interviews mit spannenden Leuten. Also Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und beim nächsten Mal wieder dabei sein.